Hallo und herzlich willkommen bei Banished. Oder sollte ich vielleicht eher sagen, bei diesem Soundtest für das Audio-Technica BPH-S1. Denn das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal während einer Aufnahme auf. Und ich habe jetzt vorhin ein wenig rumprobiert und war mir jetzt nicht so sicher, wie ich was einstellen soll. Und das bin ich momentan immer noch nicht. Ich habe es an einem Steinberg UR22 angeschlossen. Und ich musste es ziemlich weit aufdrehen. Also das Audio-Interface musste hier sehr stark aufgedreht werden, um wirklich den gewünschten Effekt zu bekommen. Weil der Pegel ist einfach extrem hoch. Ich musste ihn sehr hoch stellen, damit von dem Mikrofon wirklich was ankommt. Und das ist ja auch das Hauptsächliche, was ich von diesem Headset überhaupt wollte. Es war mir relativ egal, wie die Kopfhörer an sich sind. Sie wirken ein bisschen dumpf. Aber ansonsten völlig in Ordnung. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich jetzt andere Kopfhörer gewohnt bin. Ich bin es jetzt gewohnt, mit Beyerdynamic DT990 zu hören. Und die haben sehr viel größere Ohrmuscheln und außerdem sind sie offen. Und jetzt hier geschlossene Kopfhörer und die Ohrmuscheln vom BPH-S1 sind wirklich ziemlich klein. Ich würde nicht sagen, dass es drückt, aber es kommt deutlich an die Ohren ran. Und dementsprechend ist es schon eine andere Art vom Hören und jetzt auch wieder eine völlig andere Art vom Sprechen, weil ich selber sehr dumpf rüberkomme. Das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied und etwas, was man eigentlich nur mit einem Audio-Interface beheben kann, dass man sich selber hört, wenn man spricht. Aber es ist auch völlig egal, ich suche hier nur irgendwelche Ausreden, irgendetwas zu sagen, damit man möglichst viel hört, wie die Audioqualität vom Mikrofon, vom Audio-Technica BPH-S1 ist. Ihr seht ja schon, ich mache jetzt nicht wirklich irgendwas Sinnvolles. Die arbeiten nicht. Ich weiß nicht so ganz, warum. Wahrscheinlich sind die... Nee, die sind nicht auf dem Limit, oder? Dann hätten sie irgendeinen anderen Kreis. Der arbeitet nicht. Aus welchem Grund? The materials required to perform work are not available. Okay, der hat gar nicht die Werkzeuge, die er braucht. Nee, die Materialien hat er nicht. Achso, der hat in seinem Inventar nichts. Und was ist das? Das ist ein Blacksmith. Okay, der hat auch nicht, was er braucht. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das Spiel gespielt habe, aber was soll's. Nochmal, um zum Headset zurückzukommen. Das Audio-Technica BPH-S1 hat ein flexibles Mikrofon. Das kann man sehr flexibel einstellen, deshalb hatte ich auch so viele Probleme, ob ich es jetzt möglichst weit weg haben möchte und dafür den Pegel hoch aufdrehen oder ob ich es genau andersrum mache, den Pegel niedrig eindrehe und es nah ranhole. Da war ich mir absolut nicht sicher drüber, wie ich das machen soll. Und da bin ich mir jetzt immer noch nicht so sicher darüber, wie ich das machen soll. Vielleicht kann mir da einer von euch einen Tipp geben bei einem Headset, wie soll ich das am besten einstellen. Mikrofon nah ran und Pegel runter oder andersrum. Ich würde immer denken, wenn ich nah rangehe und den Pegel runterdrehe, dann bekomme ich mehr Volumen in der Stimme, mehr Tiefe und mehr Breite praktisch und mehr so diesen Effekt von einem Großmembraner, den ich wahrscheinlich sowieso nie kriegen würde. Aber ihr könnt mir ja mal sagen, wie meine Stimme so klingt und ob das so akzeptabel ist, denn es ist für mich natürlich deutlich bequemer und ich denke mal, so kann ich auch länger aufnehmen. Ich muss dazu sagen, das Headset sitzt sehr bequem, es ist relativ leicht, das Kabel ist schwer, aber das muss man sich halt irgendwie auf den Schoß legen oder so. Das liegt jetzt hauptsächlich auch daran, dass es zweisträngig ist, die Kabel sind zwar zusammen, aber es sind halt zwei Kabel, einmal für Kopfhörer, einmal für Mikrofon, weil man ja hier diesen XLR-Anschluss hat. Also ohne Audio-Interface oder Mischpult kann man das nicht anschließen an einen PC. Das nochmal so als Warnung, hat hier keinen USB-Anschluss oder sowas in der Art. Tja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch viel zu sagen gibt. Bis auf das Kabel ist das Headset wirklich recht leicht. Man kann das Mikrofon rumdrehen und es dementsprechend auch auf der linken Seite haben. Rechts ist aber Standard. Wenn man jetzt den Kopfhörer andersrum aufsetzt, dann hat man ja auch den linken Kanal plötzlich auf dem rechten Ohr. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, dann ist zwar das Mikro links, aber was habe ich denn davon, wenn denn mein Stereo verkehrt rum ist? Also den Sinn dahinter verstehe ich noch nicht so recht und das habe ich bis jetzt auch nicht gemacht. Tja, hier in Banished hatte ich ja schon mal eine Weile gespielt. Ich habe euch das ja noch nie gezeigt. Aber ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, was ich jetzt noch tun soll. Die Zufriedenheit ist hoch auf 5 Sterne. Die Gesundheit ist auf 3 von 5. Ich weiß nicht so genau, was ich dagegen tun kann. Es ist einfach zu lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Aber als kleinen Vorwand, um euch dieses Mikrofon vorzustellen und euch etwas über das Headset BPH-S1 von Audio-Technica zu erzählen, reicht es eigentlich aus. Kleiner Vorwand, wie auch immer. Ich denke mal, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Ihr könnt mir eure Meinung dazu sagen. Nebengeräusche werden so gut wie gar nicht kommen, weil einfach das Mikrofon dafür nicht empfindlich genug ist. Es ist, glaube ich, eine Niere,
von der Richtcharakteristik und wird bei hohen Frequenzen meiner Meinung nach sogar zur Super- und Hyperniere wegen dem Frequenzbereich. Und da hat man natürlich eine gewisse Abschirmung mancher Frequenzen, die dann als irgendwelche Nebengeräusche überhaupt nicht mehr durchkommen können praktisch, weil es dann zur Hyperniere mutiert. Und das ist schon, glaube ich, eine ganz nette Sache. Also jetzt Geräusche von der Seite oder von vorne dürften eigentlich so gut wie gar nicht ankommen. Ich werde jetzt hier mal so laut wie möglich auf meine Maus klicken und hier mal ein paar Mal Leertaste drücken und mal auf Enter, bisschen Pfeiltasten. Also das ist jetzt wirklich so laut, wie es eigentlich geht. So laut würde ich es in der Aufnahme niemals drücken. Und ich bin mal der Meinung, das hört man nicht sonderlich laut. Deshalb denke ich mal auch für Gamepad-Aufnahmen, wenn man die Hände vielleicht mit dem Gamepad sogar noch unterm Tisch hat, dann dürfte da überhaupt nichts mehr durchkommen an Geräuschen. Also ich bin eigentlich relativ zufrieden, ich muss nur noch mit dem Pegel klarkommen. Und in den nächsten Tagen werde ich mir jetzt erstmal überlegen, ob ich das Headset behalte oder nicht. Und dazu könnt ihr mir Feedback geben, ob die Audioqualität ausreichend ist oder nicht. Das war es jedenfalls jetzt endgültig von mir. Ich hatte ja schon mal gesagt, das war es von mir, aber das war es jetzt wirklich von mir. Und ich verabschiede mich jetzt erst einmal und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.